Grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Lieber Shale, ich habe dich schon vermisst. Atala, schönen guten Abend auch dir. Ja, das musste sein, sorry. So. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Mittwochabend. Es ist doch Mittwoch. Ja, es ist Mittwoch. Gut. Sonst hätte ich jetzt noch das falsche Spiel. Dankeschön, Jay. So. Wir spielen weiter hier im Stream. Ich nenne die ganze Zeit Stream-Spielstand, weil ich auch privat anfangen will. Und dann spiele ich die ganze Zeit privat Blueprint Tycoon und Slay the Spire. Ja. Gut. Schauen wir mal. Oh, wir haben gerade Kältezone. Es wird heiß. Es ist so heiß. Ohne Scheiß, ich bin im Büro heute fast weggeschmolzen. Das war echt grausam. Ich glaube, wir brauchen auch... Oh, fuck. Wo ist denn da aufgehört? Da? Ich sehe nicht mal, wo ich schon gescannt habe und wo nicht. Das ist ein Traum. Ja, gestern war ich schon am Pennen, aber ich bin auch schon wieder im Bett. Gestern hast du ein paar richtig schöne Rainbow-Spiele verpasst, aber ich weiß nicht, ob dich Rainbow interessiert, von daher. Ich glaube, der Chat unten rechts ist okay. Ist das für euch okay oder soll ich das irgendwo anders hin verschieben? Aber ich glaube, unten rechts ist der Chat ganz gut aufgehoben. Resources are low. Polymere. Shade. Ein Schießspiel. Ist nicht so schlimm, es ist eher ein Taktikspiel. Token wird ebenfalls nicht aktiv, weil es sein, weil schon fast am Lümmeln ist. Alles klar, ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Oder ist ja noch welche gebaut worden? So. Sector scanned. Das gibt mehr Flotter als mir Liebes. Oh, das habe ich auch schon gescannt, alles klar. So. Shale und Token werden kuscheln, das nenne ich doch mal ein Angebot. Sieben Drohnen und 50 Polymere sind da noch im Anflug, alles klar. Hier unten sind noch ein Haufen Metalle, die können wir noch einsammeln. Depot, Metall, zack. Lagen da Polymere lagen da auch, ganz klar. So. Kommt drauf an. Shale garantiert ein paar Kekse für dich, Token. Oder vielleicht ein paar Kartoffeln. Ich glaube, da könntet ihr euch ganz gut verstehen. Oh, fuck. Da war er noch. Das sind alles meine Kekse. Sehr gut, Shale. Sehr gut. Das war doch nicht böse gemeint. Ich dachte nur, vielleicht willst du mit ein paar Keksen zu dir locken. So Pedobär-mäßig, keine Ahnung. Nicht, dass ich jetzt unterstellen wollen würde, dass du Pedobär bist, aber es würde funktionieren. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Joken, keine Angst, ich bin fett genug. Ich brauche keine. Oh, kommt, Leute. Ich muss Zuschauer-Fanfictions schreiben. Alter. Sector scanned. Das wird grausam.
Kopfkino, ist das nicht schön? Token, die will ich lesen. Wenn ich damit genauso effizient bin wie mit meinem Buch, das ich seit 12 Jahren schreibe, dann kommen die Viertel nach niemals raus. Sector scanned. Jail, keinen Waschbeckenbauch, aber ein Bierfass. Cable fault reported. Ja. Ein Waschbeckenbauch, quasi das Gegenstück zum Waschbärbauch oder zum Waschbrettbauch oder zum... Also mit dem Bierfass meine ich eher mich, aber ja. So. 7 Dröhnlein. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5, sagte ich. 1, 2, 3, 4, 5. Da hängt die Wampe morgens von Zähneputzen im Waschbecken. Dafür bin ich zu groß. Da falle ich nicht rein. Im wahrsten Sinne nicht. So, die müssen wir auch noch zurechtstutzen. Soja, Soja, Toffeln. Soja, Soja, Toffeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Edelmetalle nicht schnell genug abbauen. Oh, doch kein Kuscheln. Oh, es tut mir leid, Leute. Sector scanned. Dann heb mal ab, Biber. Nochmal Grüße an Biber, falls das vorher wirklich von der Musik verschluckt wurde. Pipe leak reported. Der wird das Ganze wieder im Nachhinein schauen, von daher... Bei mir wird schon seit Tag 1 nichts mehr kuscheln, also lebe ich damit eh schon, sorry. Ja, sag niemals nie, was nicht ist, kann noch werden. Oh, kein Vorkommen. Geil. Sector scanned. Dann kann ich hier aber auch schon mal einen Metallextraktor bauen. Genau, das ist unser Altenheim. Und da haben wir jetzt auch eine schöne Tradition begründet beim letzten Mal spielen. Sector scan. So, bitteschön. Ach, Shale, ne. Wir müssen ihn ganz liebevoll und zärtlich in unsere Kultur aufnehmen. Das sind wir ihm schuldig. Wir kaufen ihm Bier und schenken Kekse und
holen uns so ein Transportvan und fahren bei ihm vorbei und nehmen ihn mit, weil wir ihm Kekse anbieten. Ach ja. Es tut mir leid. Es ist nichts Persönliches, Tobin. Warum ist die Wampe so wichtig? Weil die Wampe warm hält. Da kann man sich gegenseitig viel besser warm halten. Sector scanned. Anomaly found. Breakthrough discovered. Diamantkuppel. Oh wow. Zum Glück ist die nicht teuer. Kauf mal lieber einen Waifu und ein großes Bett. Was willst du mit der Waifu? Ich weiß schon, was du damit willst, aber du könntest stattdessen Shane und mich haben und du willst über eine Waifu. Das ist nicht wirklich ein äquivalenter Tausch. Oh Mann, ich rede mich im Kopf und Kragen. Es tut mir leid, Leute. Research complete. Hilft es, wenn ich sage, dass ich beim Football der Fridge heiße? Weiß ich nicht, aber ich heiße beim Football, juckt mich nicht. Das hatten wir neulich erst mit, Resources are mit dir, aka Jesus. Ich bin doch kein Jesus, ich bitte dich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir gerade die Nahrung ausgeht. Anomaly analyzed. There's more to the back. Wow. Die Metriten verteidigen brauchen wir auf jeden Fall. Schau dir deine Haare an und den Bart. Was ist damit? Ich bin kein Jesus. Hey, Being ist Jesus. Das ist der Ginger RNG Jesus. Und das gespaltene Meer da hinten. Das war Moses, nicht Jesus. Da verwechselst du was. Shale muss leider ins Bett. Lass den Stream laufen. Viel Spaß noch. Ich danke dir, Shale. Ich wünsche dir eine traumhafte gute Nacht. Angenehmes Einschlafen hier mit der kühlen Brise des Marses, die durch dein Zimmer strömt. Und ich denke mal, wir sehen und hören uns die Tage spätestens in deinem Stream wieder. Obwohl, nee, ich bin Samstag auf Party. Gut, Sonntag sehen wir uns. Vielleicht. Mal schauen, wenn ich wach bin. Kleine Ankündigung für alle Surviving Mars-Freunde. Am Samstag bin ich unterwegs und ich komme erst irgendwann, also gegen 2 Uhr morgens deutscher Zeit nach Hause. Das heißt, Samstag fällt der Stream aus. Ich werde ihn aber, sofern ich fähig bin, am Sonntag nachholen. Und wenn ich Sonntag nicht fähig bin, hole ich ihn am Montag nach, wo halt normalerweise nichts stattfindet. Shelly, ist am 21.07. wieder da? Alter, da bin ich im Urlaub. Was hast du? Ich bin vor 16. 2 Wochen weg. Aber gut, ich werde es überleben, hoffe ich. Ja. Sector scanned. Ihr könnt euch Urlaub leisten. Ja, Heimaturlaub. Du weißt schon, wenn man von der Front nach Hause geschickt wird. Anomaly analyzed. Ja, dann genießt den Urlaub. Ich habe 2 Euro, das sind nicht mal meine. Oh, Token. Resources are low. Ich habe noch immer keine Mars-Universität. Fuck.
Sector scanned. Anomaly found. Ich merke ja, wie scheiße ich da hinten in den Durchgang gesetzt habe. Schade, ich habe keinen Urlaub, ich arbeite noch bis nächsten Mittwoch, dann 4 Tage bei meinem Vater und danach nochmal 10 Tage durch. Oh wow. Das ist natürlich auch happig. Nee, bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt noch 3 Wochen Vollgas geben muss und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Wobei, wie gesagt, vor der Front nach Hause geschickt werden, nenne ich jetzt nicht wirklich Urlaub. Das ist eher generell wieder überhaupt funktionierbar werden. Das ist wie im Ersten Weltkrieg. Hat er nicht gesagt. Doch, oder? Fronturlaub. So, aber gut, Shale. Ich will dich ja nicht unnötig lange aufhalten, deswegen sage ich jetzt schon nochmal gute Nacht und ja, hoffe, wir hören uns demnächst irgendwo doch wieder. Wo die Wissenschaftler auch ganz nützlich sein könnten. 3, 6, 8 ist okay, Abflug. Wobei ich die hier ja auch noch umschulen muss. Also lange schlafen, nur eine Socke und Lieferservice. Mal wieder Familie und Freunde treffen, die in Österreich zurückgeblieben sind. Freundin treffen, auch ganz wichtig. Und die habe ich auch schon lange nicht gesehen. Persönlich zumindest nicht. Also ganzes Programm zu Hause dann. Token, meine Füße hängen 6 cm übers Bett hinaus, ich will ein neues. Hör auf zu heulen, meine Füße hängen seit 20 Jahren 20 cm beim Bett raus. Ich bin raus. Alles klar, gute Nacht. Aber ich glaube, du bist wirklich noch ein Stück größer als ich, oder Token? Ich denke das im Kopf, ich bin ja nur 1,96, ich glaube, du bist noch größer. Ich habe irgendwas im Kopf. Sector scanned. Um das der Fairness halber abzugleichen. Cable fault reported. What? Mein Bett ist 2 Meter lang. Es wäre für mich wahrscheinlich trotzdem zu klein, um es angenehm zu haben. Mein Bett hier ist 1,90 Meter. Großartig. Absolut großartig. Ich vermisse mein Boxspringbett aus Österreich. Weil ich benutze es komplett. Hm. Ja, du bist noch mal einen Tacken größer als ich, da war was genau. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber... Ah, dieses Gebäude ist eingefroren, wirklich. Sector scanned. Okay, das Volk haben wir sowieso erschöpft, von daher. Das ist für ein Doppelbett zusammenlegen. Ach, jetzt doch kuscheln. Okay, aber gut, ja. Ach ja. Ich meine, was ich wirklich vermisse, ist wirklich mein altes Bett in Österreich. Ich hoffe, dass ich irgendwie in absehbarer Zeit mal... Ich habe dich von Kuscheln gesagt. Ach, das kommt automatisch. Ich hoffe, dass ich wirklich in nächster Zeit irgendwie mal... entsprechend eine Chance habe. Sector scanned. Aber gut, spätestens wenn ich in Österreich bin, ja. Heimaturlaub. In 2 Wochen keine Streams. Ach du Scheiße. Das wird eine Randale. Incoming. Pipe leak reported. Alarm! Ich jetzt hier mal alle pausieren. Ich habe so viel Treibstoff rumliegen.
Das ist Rape. Help. Wir leben in einer Rape-Culture. Weißt du doch. Die ganzen übertriebenen Spackos. Sorry. Es tut mir fast schon weh, dass ich die Farm dann hier abbrechen muss, aber was immer. Ich habe ebenfalls nicht gesagt, dass ich Rape schlimm finde. Oh, Token, jetzt wird's hart. Wir sollten das Thema wechseln. Ja, das wird, glaube ich, jetzt eigentlich sehr, sehr lang geschwiegen. Um mir das richtige Wort einfallen zu lassen. Boah, ich hoffe so sehr, dass ich diese Verflüssigung von Abfall sehr schnell lerne, weil sonst habe ich bald ein sehr, sehr großes Problem. Transporter, beweg dich gefälligst. Geht doch. Sieht hier aus, wird gut gesammelt und hier. Ich bin ein bisschen vernachlässigt, genau. Betonpolymere Nahrung. Wir können polymerisch wieder leer sein. Research complete. Da war ja was. Gut, das Geld wieder vollgetankt und let's go. Da kommt gleich die nächste Rakete an. Drohnendruck endlich. Metallextraktion aus der Tiefe. Ist ja irgendwo dieser verdammte. Abfallverflüssiger nie, oder? Nee, natürlich nicht. Boah, komm, das ist eine der letzten Forschungen, das ist doch nicht wahr. Wenigstens auf der Drohnendruck, das ist schon mal was. Batteriekapazität der Drohne wird um 50% erhöht, das ist jetzt weniger wichtig. Aber ich hätte gerne die Shuttles, das wäre wichtig.
Sektor scanned. Atala, Kuchen! Was? Wo gibt's Kuchen? Ich will auch Kuchen. Achso, ne, warte, der Kuchen war eine Lüge. Sorry. Ah. Themawechsel. Ah, okay. Ja, Anomaly gut. Analyzed. Ich werde die Kuppel jetzt nämlich abreißen. Was mir sehr, sehr guten Bonus geben wird, weil ich dann natürlich unten das alles in der großen Kuppel fokussieren kann und ich hier Bauplatz bekomme für Fabriken und Lager. New colonists have arrived. Yay, neue Kolonisten. Ich hoffe so inständig, dass wir da relativ gut jetzt die Nahrung rauskriegen, sonst habe ich gleich ein irrsinniges Problem, weil die Nahrungsvorräte sind gerade wirklich ziemlich am Boden. Da wollen wir jetzt eine neue Verbindung hoch und gutes. Durchgang hier. Tinkt mit mir! Bindor, vielen herzlichen Dank für deinen Host. Mir ist auch klar, dass das keine Kuppel ist. Ach, da hört ihr zuerst ab, auch schön. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. Ja, ich arbeite schon dran. Das war saudämlich von mir. Komm, jetzt da. Oh, okay, ich muss erstmal dafür sorgen, dass da wieder. Ich hasse das so sehr. Glück gehabt. Bau diese verdammten Rohre schneller. Oh, wow. Gut. So, jetzt müssen wir die Durchgang nochmal bauen, sonst haben wir gleich ein echtes Problem. Ja. Sektor scanned. So, Research complete. Ich
find's toll, wenn man diese Sektoren so frei auswählen kann hier. Funding received. Wow. Kuchen ist tatsächlich eine ziemlich coole Idee, ja. Wenn der diese scheiß Heizung einfriert, das kotzt mich so an. Sector scanned. Marsianische Bildung gefertigt. Sehr gut, weil das heißt, wir können die Mars-Universität endlich bauen und können unsere ungebildeten Leute in Gebildete verwandeln. Yay, Uni! Weil Uni macht das Leben schön. Oder so. Nachdem ich nie bei einer Uni war oder auf einer Uni war, kann ich das nicht beurteilen. Oh, und wir haben ziemlich einen Powermangel. Sector scanned. Mal schauen, wie viel wir bis dann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall aber mehr Generatoren, mehr Akkumulatoren, Verzeihung. Ah, ja, Sprachen so. Der muss noch weg. Damit ich dann mehr Bauplatz habe. Kaum. Sector scanned. Mit der maximale Abgabe von 100, okay. Also die brauchen mindestens zwei, weil mir vorher 124 gefehlt haben. So. Und ich brauche mehr Heizung. Yay! Wie stellt ihr euch denn das Leben auf dem Mars vor? Ich stelle es mir gerade wunderschön vor, weil es mir einfach viel zu warm ist. Und ich... Our colonists are starving. Okay, vielleicht sollten wir doch eine Rakete mit Nahrung reinholen. Weil es wahrscheinlich auch nichts bringt, weil wir wahrscheinlich gar nicht in Zeit da sind. Weil dann kann wenigstens noch ein paar Polymere mit. Okay, Polymere haben sich erledigt. Dann haben wir noch ein paar Elektronikteile. Und. Abflug. Sector scanned. Anomaly found. So. Bitte produziert schneller Nahrung. Wasserknappheit, würde mich verarschen. Soll ich direkt anbinden, ist mir auch recht. Sector scanned. Jetzt sage ich nicht, die Leute verhungern mir, weil ich zu blöd war, auf Nahrung zu achten. Cold wave approaching. Wir haben es fast geschafft. Komm schon, nur noch ein kleines bisschen. Sector scanned.
kommt. Da geht es um Sojabohnen, die kann man auch essen, wenn sie nicht ganz reif sind. Dann kocht man sie ein bisschen länger. Oh, fuck, ich hab doch die Landeplattform hier abgerissen. Sektor scanned. Komm schon, wir sind fast fertig. Beliefert die Dinger endlich. Alle hopp. Also. Oh, wow. Gut, dass es so viel Nahrung gibt. Ach du Scheiße. Resources are low. Krieg noch ein paar Botaniker rein gerade. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr, ich habe die Akademie. Sector scanned. Ich habe noch immer 21 hungernde Kolonisten, das ist super. Aber wenigstens verreckt mir die ganze Kolonie jetzt nicht. Das habe ich schon abgewehrt. Wenn gleich die Rakete landet, hat sich das auch erledigt. Sektor scanned. Ich wünschte nur, sie würde etwas schneller landen. Meteor shower incoming. Moment, speichern. Ist Russland zwischen? Ja. Überschreiben, ja. Ich weiß, der Meteor shower nämlich wieder über meiner Basis runterkommt, werde ich das gerne verhindern können. Ich bin ein Idiot. Sector scanned. Anomaly found. Okay. Da liegt doch Metall, das wir eigentlich einsammeln hätten können. Hier oben auch. Wieso ist das nicht eingesammelt? Liegt alles in Reichweite? Ich weiß es nicht. Aber hier liegt so vieles in Reichweite, weil jedes Mal Meteoriten runterkommen. Oh, Kältewelle, geil. Oh, hungernde Kolonisten, super. Nicht mehr lange, Gott sei Dank. Anomaly analyzed. Ja, ja, nachts ist es kälter als draußen. Ich brauche mehr Strom. Ja, warte mal, ich habe Stirling-Generatoren. Aber nicht genug. Polymere, das ist etwas blöder. Sektor scanned. So, ich freue mich eigentlich schon diese ganzen. Triebbürste forscht? Nee, nicht. Ah, der forscht gerade, okay. Mm.
Stammzellenrekonstruktion ist natürlich gut. Automatisierte Firmen ist noch besser. Was ich halt eigentlich haben wollen würde, einfach um meine Betonvorräte zu verbessern, wäre dieses Einschmelzen von Abfall, aber das kann ich mir anscheinend schenken. Das ist Farm-Upgrade noch am sinnvollsten. Hey du, da stehen geblieben. Sektor scanned. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch ganz mitnehmen. Oh, ich hätte gedacht, dass da noch so viel rumliegt. Der Meteoritenschauer geht auch gleich los und wir haben jetzt noch immer die Kältewelle von vorhin. Das wird ein Heidenspaß. Sektor scanned. Zwei soll es bis zur nächsten Ernte, okay. Sektor scanned. Meteor incoming. Oh nee. Nee, 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 nee. Muss ich neu laden? Meteor incoming. Noch ist nichts Essentielles getroffen worden. Noch nicht. Sektor scanned. Meteor incoming. Meteor incoming. Kann man das überleben oder nicht? Das ist die Frage. Der Bruch hier ist gleich repariert, oder? Ja. Meteor incoming. Das ist eine. Das juckt mich nicht. Meteor incoming. Ist auch okay. Es ist halt Müll. Gut. Da liegt da halt Müll rum. Sektor scanned. Oh fuck, nicht schon wieder. Okay, es ist der Polymere, aber ansonsten. Oh, ich habe schon wieder keine Nahrung. Fuck. Ich brauche auf jeden Fall noch eine dritte Farm, ja. Und ich brauche noch eine Rakete mit Nahrung.
Nur um das zu puffern. Eigentlich raus. Nächste Nahrung in einem Soll, okay. Sektor scanned. Meteor incoming. Oh nee. Die Kuppel hat das echt abgesehen. Laser kommt bald. Taust ab? Ja, du taust ab, oder? Ja. We have a food shortage. Die Firma kann ich mir schenken. Es würden die zwei reichen, aber die müssen da voll laufen. Das wäre der Punkt dahinter gerade. Meteor incoming. Schon wieder die Kuppel. Meteor incoming. Ist mir egal. Boah, wir gehen die Polymere aus, Leute. Reicht jetzt auch wieder. Was ist jetzt los? Funding received. Unerklärliche Illusion, verbleibende Dauer unbekannt. Sitting at your desk. A strange light appears in the corner of your vision. It pulsates and intensifies, bathing the room in a warm glow. It feels... Actually, it feels just about right. Ich habe jetzt keine Drogen eingeworfen. Ihr seht das auch, oder? Du sitzt an deinem Tisch, als plötzlich ein eigenartiges Licht in deinem Augenwinkel erscheint. Es pulsiert, wird immer heller und füllt den Raum mit warmen Farben. Es fühlt sich einfach gut an. Danke, Erthaler. Die grünen Farben im Chat. Es ist so unerwartet angenehm, dass sämtliche Ängste vor Lebensmittel- und Drogenvergiftungen schnell in Vergessenheit geraten. Was? Und dann hörst du plötzlich Stimmen. Menschen lachen, schreien, weinen, sprechen. Die Sprache ist unverständlich, doch du spürst die Anwesenheit freundlicher und eigenartig vertrauter Wesen. Die schimmernden Lichter bilden langsam Muster und kurze Lichtblitze offenbaren Schauplätze eines anderen Orts. Du hast Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren und Kontrolle zu bewahren. Doch dann löst sich die Illusion auf. Du stehst allein und verwirrt im Kommandoraum. Ich glaube, ich habe gerade das Geheimnis gefunden, diese Karte. Und ich glaube, dass es spannender ist als das Sphären vom letzten Mal.
Perfektes Sonnenschutz, was ist gerade passiert? Ja, ich habe gerade so ein bisschen Angst um mich. Leute, ich kann Farben schmecken und Geräusche sehen. Ach du Scheiße. Ja. Nee. A colonist has died. Essen kommt doch schon, haltet durch. Jetzt hier oder du? Das war der Gag dahinter. Dass es eigentlich im Spiel ist, aber ich das eben... Das wäre jetzt die ganze Zeit rot gesehen, dann bin ich richtig übel gerade. Ach du Scheiße. Selbstmord, ja, würde ich ja auch begehen, glaube ich. Ach du Scheiße. Könnte man endlich jemand diese fucking Kuppel reparieren? Drei Nahrung wurde von Tokens Toffelbude gestohlen. Token! Sorry. Seht das Apartment hier noch leer steht, will ich hier schon fast, obwohl da will ich jetzt das abreißen. Okay, der Kuppel ist repariert, gut. Ich ersticke gerade an meinem eigenen Atem. Geil. Ach, das Spiel sieht echt einfach hübsch aus. Es sieht hübsch aus, ohne Frage. Aber weißt du, warum Operationsleute grüne Kittel anhaben? Weil der Rot und Grün schon Kontrast ergibt. Wenn du die ganze Zeit auf der rote Wunde starrst und dann auf den weißen Kittel schaust. Ist okay. Wenn du die ganze Zeit auf eine rote Wunde starrst und dann was Grünes siehst, dann siehst du nichts, weil sich das aufhebt. Wenn du die ganze Zeit auf was Rotes starrst, auf was Weißes schaust, siehst du noch immer diese ganzen Konturen, diese ganzen Silhouetten raus. And you're not the only one who's seen this odd mirage. Ja. Ich bin so am Arsch. Ich will Hilfe. Psychologische, professionelle Hilfe. Und genau... ich habe heute auch festgestellt, als ich bei GameStop Quick Super Monkey Ball gesehen habe, ich kann bei Super Monkey Ball Motion Sick werden. Das habe ich auch nicht gewusst. Egal. Anscheinend geht es mir gerade auch irgendwie so. Wobei ich früher bei Super Monkey Ball nie motion sick wurde. Fällt mir auch gerade so auf. Ich bin auch nicht ganz fit momentan. Es ist offensichtlich, dass nicht nur du diese eigenartigen Illusionen hattest.
Mehrere Signale treffen aus der Kolonie ein und die gesamte Einsatzleitung macht sich Sorgen. Die Menschen schlafen auf der Straße und an den Arbeitsplätzen ein. Manche berichten sogar von bildhaften Halluzinationen. Ach du Scheiße. Die betroffenen Kolonisten weisen Symptome von hohem Stress auf, sodass wir sie unter ärztliche Aufsicht stellen müssen. Wir haben Informationen mit der Einsatzleitung auf der Erde ausgetauscht, doch laut ihrem Bericht gibt es dort keine Aktivitäten. Wie es scheint, ist das Ereignis auf den Mars beschränkt. Okay, das macht's nicht besser. Resources are low. Oh, es ist weg. Cool. Oder auch nicht. Oh, wir haben keinen Beton mehr. Ach, das ist ja geil. Die Heizung muss ich auch mal ein bisschen niedriger drehen hier. So. Was passiert jetzt bei diesem Szenario? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bis jetzt nur die Sphären gespielt vom letzten Mal. Bieber wollte ja eigentlich dabei sein, wenn es passiert, wenn ich das Ding finde, aber ich glaube, er dachte nicht daran, dass ich Halluzinationen kriege. Weil Bieber halt das ganze Spiel schon kennt, im Gegensatz zu mir, ob ich dementsprechend unterstützen wollte, aber nachdem er gerade arbeiten ist, geht das schwer und ich bin sehr gespannt auf die Kommentare, die ich morgen früh lese, weil er sich den ganzen Stream im Nachhinein anschaut. New colonists have arrived. Colonists are departing. Nein. Sector scanned. Arme Kolonisten, lauf doch nicht weg von mir. Ich hoffe nur, dass ich nicht plötzlich irgendwie einen Sofort-K.O. kriege, weil ich irgendwas verpeilt habe oder nicht wusste. Das wäre hart. Brauchen wir Beton? Beeilt euch! There are Earth-sick colonists. Nicht schon wieder. Oh, wow. Das heißt, ich muss mich ganz genauso überraschen lassen wie du, Urtaler. Ich habe da absolut keine Ahnung, was noch passieren wird. So, dale.
Der schreit schon so nach Mohol-Projekt hier. Das ist eigentlich echt grausam. Elena, schönen guten Abend. Jemand ganz Besonderes hier. Den gruseligen Part hast du leider schon verpasst. Tut mir leid. Wir haben gerade gelernt, wie man Farben schmeckt und Geräusche sieht und generell. Funding received. Anomaly analyzed. Kann es sein, dass ich hier ein paar Botaniker oben sitzen habe? Ist das Gebäude hier wirklich eingefroren? Nee. Doch, oder? Das ist eingefroren. Ohne Scheiß. Künstliche Sonne, jawohl. Das hat doch Sinn. Da können wir zumindest die Stromversorgung garantieren. Zum Glück haben wir nicht wieder diese komischen silbernen Sphären. Die werden bei der Sonne grausam. Ich glaube, diesmal werde ich die Sonne etwas abseits bauen und dann die ganze Energieversorgung komplett neu aufbauen. Weil es letztes Mal nicht so ganz funktioniert mit dem, ich baue alles in einem Fleck auf. Und gerade die Energieversorgung kann ich ein bisschen abseits bauen, das ist alles okay. Ich muss halt nur ein paar Generatoren in der Nähe bauen, ein paar Akkumulatoren in der Nähe bauen, damit die halt dementsprechend alles versorgen. Dieses Gebäude ist eingefroren. Wollte mich eigentlich verarschen? So. Ansonsten alles okay bei dir? Raid war erfolgreich, hoffe ich, stark. Zisch. So viel Abfall und die beschwert sich über die Erde. Tja. Was musst du jetzt noch machen, um zu gewinnen? Na, ich habe jetzt die letzte Karte gewonnen und habe eine neue Karte angefangen. Das heißt, ich habe wieder ein paar Ziele offen noch. Falsch. Falsch. Ich glaube, Radio wechseln ist eine gute Idee. Ich habe noch ein paar Meilensteine offen. Boah, ist das laut. Und die muss ich natürlich erfüllen und natürlich auch wieder das Szenario lösen. Und dieses Mal ist es halt diese Illusion. Letztes Mal hatten wir diese silbernen Sphären. Und diese Sphären waren mir schon gruselig genug. Aber das hier.
Oben liegen auch noch ein ganzer Haufen Metalle. Hier auch wohl gemerkt. Research complete. Oh, die Bürsten sind fertig, cool. Die Bürsten machen nämlich was, was mich sehr, sehr glücklich machen wird, nämlich sie halten mir diese ganze Scheiß Wartungsarbeiten vom Hals. Das heißt, ich muss die Bürsten warten, aber alles andere nicht. Und das macht's um vieles angenehmer. Nicht schon wieder. Sind Kernmetalle. Decke besonders reiche unterirdische Metallvorkommen. Oh wow. Und wir haben die interplanetare Astronomie. Heftig, heftig. Mir fehlt leider noch immer die Forschung, die ich brauche. It's so much stronger this time. You managed to fight it for a minute or two, before you sink into a hypnotic slumber. Das klingt nicht gut. Dieses Mal ist die Illusion viel stärker. Du kämpfst ein paar Minuten dagegen an, doch dann verfällst du in deinem Stuhl in einen hypnotischen Schlaf. Als du deine Augen öffnest, befindest du dich hunderte Meter über dem Boden. Die Panik übermannt dich und du bewegst verzweifelt deine Gliedmaßen, während du versuchst, dich irgendwo festzuklammern. Doch du fällst nicht. Du hängst an einem dicken Seil an einem riesigen Baum festgemacht. Der Höhe in den Himmel ragt als jeder Wolkenkratzer. Du nimmst dich nur einmal kurz zusammen und hörst deine Schwester über dich lachen. Was? Was machst du da, Karl? Hör auf damit, du Dummerchen, hörst du ihre Stimme direkt in deinem Kopf. Das Hier und Jetzt trifft dich wie ein Schlag. Du erinnerst dich daran, dass du Karl heißt. Dass dein großer Clan diesen Baum zu Hause nennt. Du atmest tief durch und blickst zum Horizont. Die helle Sonne ist beinahe zur Gänze in einem dicken Schleier aus Rot und Orange gehüllt. Leah. Her name comes back to you, as she looks toward the horizon, frowning. Du erinnerst dich an ihren Namen. Leah. Star Wars? Sie starrt mit düsterem Blick in Richtung Horizont. Karl, ein weiterer Staubsturm zieht auf. Nach diesen Moosadern sollten wir wieder hineingehen. Du ergreifst das Seil mit deinen 6 Fingern und 2 Daumen und kletterst zu den letzten Moosadern hoch, die die Rinde deines Zuhauses gesund und lebendig halten. Die hier ist auch beinahe ausgetrocknet. Du sagst deine Meinung, was deine Schwester verärgert. Du erinnerst dich daran, dass das Aussprechen von Wörtern, anstatt sie nur zu übermitteln, ein Ausdruck tiefer, unkontrollierbarer Gefühle ist. Nur 4 Dutzend der 300 sind noch im Leben. Ich fürchte, dass unser Zuhause... Was? Ich fürchte, unser Zuhause wird nicht mehr lange überleben. Mutter wäre am Boden zerstört. Ihr betretet das Zuhause in betrübter Stille. Als ihr weiter in die dunkle Höhle geht, verblasst die Illusion und du wachst in deinem Stuhl auf. Alter, LSD ist auf dem Mars anscheinend sehr, sehr verbreitet. Letztes Mal haben wir überdimensionale Sphären gesehen, jetzt sehen wir Farben. Ach du Scheiße. Meine Damen und Herren, der rote Planet. Wenn ihr rot-grün blind seid, habt ihr jetzt noch eine Chance. Ich glaube, dass es keine Illusionen, sondern Erinnerungen an eine vergangene Zivilisation sind oder so, aber... Ich würde keine Wetten eingehen, ich sag's, wie es ist.
Ach, die haben keine Vorkommen mehr. Verdammt. Und der ist eingefroren. Natürlich. Warum auch nicht? Der natürlich auch. Ich kann erstmal den ganzen Stoß hier auftauen. Geil. Breakthrough discovered. Klonen. Schön. Einer der Durchbrüche, die ich hier am wenigsten brauchen kann. Aber gut. Ich habe aufgestanden, keine Ahnung, ob ich weiß, wo das hinführt und wo das hingeht, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Sektor scanned. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall Metall brauche. Weil sonst habe ich wohl ein Problem. Alter. Bis zu einem gewissen Grad macht mir das schon ein bisschen Angst gerade wieder. Ein besserer Planet. Resources are low. Verfüge über einen Kolonisten, der Heimwehr auf sich dann doch besticht, hier zu bleiben. Cool. Was ist eine Low? Nahrung? Ich habe 86 Nahrung, was ist das Low? Brauchst du nicht, wir sind doch da. Oh, danke schön. Ich habe irgendwie dezentes und trotzdem gerade das Gefühl, dass hier irgendwas gröbstens schief geht. The shimmering lights sweep through the colony, pulling colonist after colonist into ever deeper states of trance. So. Immer mehr Kolonisten werden von den schimmernden Lichtern beeinflusst und manche von ihnen verfallen in immer tiefere Trancezustände. Die Belegschaft nennt die anfälligeren Kolonisten Träumer, denn wie es scheint, werden sie durch die Illusionen in ein tiefes, hypnotisches Schlummern versetzt. Währenddem sie intensive Emotionen und körperliche Anstrengungen erfahren. Versuche, ihren Träumer zu wecken, hatten verheerende Auswirkungen. Die Kolonisten schrien, verfielen in einen Schockzustand und mussten ruhiggestellt werden, um einen möglichen Herzinfarkt zu verhindern. Alter. Als du das liest, fragst du dich, wann du zu einer dieser unglücklichen Seelen werden würdest und dich nicht mehr um die Kolonie kümmern könntest. Ich sag's ja, sudden death. Oh Mann. Traumhaft. Nicht. Ja, das kann jetzt ein bisschen nervtötend werden. Ich glaube, das Mask Shroud Funding ist jetzt ganz gut. Ich glaube, das ist auch ganz gut. So. Ich sag mal, dass die Heizung da unten bald mal läuft. Mann. Ich meine, noch haben wir genug Wasser, aber es kann sich halt... Oh, man sieht es nicht, dass ich schwimme, sondern es ist wirklich Wasser drunter. Geil. Hat der letzte Patch doch ein bisschen was Optisches auch verändert. Cool. Hm.
Die ist ja wirklich eingefroren. Boah, wenn ihr die Heizung einfriert, das ist so sinnfrei. Mann. Sorry. Eingefrorene Heizung, das ist ungefähr auf dem Level wie, weiß ich nicht. Sektor scanned. Ich komme gerne nochmal zum Wasser. Gerne. Ich muss nochmal kurz meine eingefrorene Heizung machen. Oh, jetzt spiegelt sich aber gerade echt schlimm. Sieht man das jetzt irgendwo einigermaßen okay? Ich glaube, hier ist es am besten. Dass da unterm Schwimmen jetzt auch Wasser ist. Das war vorher vor dem Patch noch nicht, dass du nur diesen Schwimmer gesehen hast, hochging und runterging. Aber das hat nicht gesehen, wie hoch der Schwimmer war. Also sie arbeitet wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail dran, das muss ich ihnen echt lassen. One of Earth's top scientists has a new and intriguing paper on the dreams. An unorthodox one. Ach, wer hätte es erwartet? Ach ja, ich habe es ja vorhin erwähnt. Cool. Ja. Ein genialer Wissenschaftler von der Erde hat kürzlich eine interessante und ziemlich unkonventionelle Abhandlung über Träume veröffentlicht. Die Abhandlung stützt die Hypothese, dass sie wahre Ereignisse erleben und keine Halluzinationen oder Einbildungen. Habe ich es nicht gesagt? Die wissenschaftliche Gemeinschaft auf der Erde hat sie als Unsinn abgetan. Manche verurteilen sogar den Autor. Die leitende Wissenschaftlerin glaubt jedoch daran, dass die Hypothese zu etwas führen könnte und möchte MRT-Untersuchungen einsetzen, während sich die Träumer in Trance befinden, um die Daten anschließend zu analysieren. Effekt, es ist eine neue Forschung über das Geheimnis der Träumer verfügbar. Yay! Eine Gelegenheit. Das nutzen wir doch. Traumsimulation. CO2, automatisierte Farmen. Das Mars-Craft von den Stimmen dazwischen, die 1800 haben wir auch noch. So, Sector scanned. Die bauen hier noch fleißig Metalle ab, das wird ja. Also Metalle haben wir echt genug. Das Problem bei mir ist, ich lese zu viele Sci-Fi-Bücher. Ich kenne die gängigen Plots alle. Das ist leider. Oder der richtige Terminus wäre eigentlich, ich habe zu viele Sci-Fi-Bücher gelesen in der Vergangenheit. Mittlerweile schränkt sich mein Lesen sehr, sehr ein, leider. Ein Beton wurde gestohlen. Alter. Token, deine Pensionisten klauen uns den ganzen Stoff weg. Breakthrough discovered. Das Problem ist, dass mir langsam das ganze Zeug ausgeht. Multispiralarchitektur. Ovale Kuppel. Wow, wir haben die Diamantkuppel und die ovale Kuppel. Nachdem wir letztes Mal nicht eine davon bekommen haben, ist das jetzt echter Luxus. Respekt. Und einen Durchbruch gibt es ja noch. Bin gespannt, was das ist.
Muss ich jetzt wirklich das eine Apartment abreißen, um eine Sicherheitsstation zu bauen? Ach ja, wir müssen das Altenheim auch bald ausbauen, nutzt alles nichts. Breakthrough discovered. Hier sind noch Metalle. Nukleardatenverarbeitung. Will ich's wissen? Oh, viele Metalle. Upgrade für Forschungslabore und Hawking-Institute. Nukleardatenverarbeitung. Was? Nicht nuklear. Null-Vektor-Raum-Datenverarbeitung. Alter! Ja, das ergibt mehr Sinn. Gut, ja, gut. Nee, never mind. Null Vektor Raum da. Schwerkrafttechnik Mega und Mega Trigon. Aber wir haben leider noch immer keinen Zugriff auf die Abfallschmelze. Die wäre jetzt natürlich der absolute Brenner. Ich hoffe, dass ich sie hier finde. Was hier überall Metall und Meteoriten runterkommt, das ist echt abartig. Also ich glaube 50% der Metallvorkommen hier entstehen dadurch, dass ich halt Metalle von der Erde aufsammeln oder vom Mars, die halt über Asteroiden runtergefallen sind. So. Oh wow, die Heizung lebt, cool. Dann tauchen wir diese ganzen Dinge auf, damit die repariert werden können. Anomaly analyzed. There's more to the barren and widerstandsfähige Architektur. Wo ist denn diese verdammte Schmelze hingekommen? Das gibt's doch nicht. Habe ich die übersehen? Here, if you ever return to Earth. Take care, my friend. Love always.
Sie ein Professor Lincoln? I don't know what to say. Please roll the next door. Entweder ist es die letzte Forschung im Robotikbaum oder ich krieg die nicht. Wenn ich die nicht krieg, habe ich ein Problem. Aber das ist eine Standardforschung, die muss ich kriegen. Mein Problem ist, wenn ich diese Müllentsorgung nicht krieg. Dann muss ich den ganzen Scheiß irgendwo auslagern. Und darauf habe ich ehrlich gesagt wenig Bock. Aber es frisst zu viel Platz. Was ich jetzt hauptsächlich brauche, ist mal Strom. Strom brauche ich noch einiges. Ups. Boah, ich zahle Generatoren. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee hier. Natürlich auch hier eine Bürste, damit ich die nicht warten muss. So. Oh Gott, liegt da viel Mist. Meteor incoming. Au. Aber hier wenigstens geht nichts Essentielles kaputt. Das ist immerhin was. Und bei dem, was ich heute schon erlebt habe, ist mir das mehr als genug. Ich werde noch also zweimal das Ganze brauchen, das sind also zwei Tage. Wie sieht es mit Nahrung aus? Oh, noch ein Nahrung übrig und wir haben noch zwei Tage bis zur nächsten. Okay, wir haben kein Geld, um Nahrung ranzuschaffen. Geil. Richtig geil. Toll.
Die starte ich eigentlich auch nur eher pro forma, damit ich Edelmetalle exportieren kann. Da habe ich mittlerweile nämlich 71. Oben dann noch die paar kleinen und dann haben wir es. Es sind keine Durchbrüche mehr momentan, okay. Ist komplett blöd, oder? Oben. We have a food shortage. Ach, was du nicht sagst. Sector scanned. Edelmetalle. Ich muss jetzt die Edelmetalle rausnehmen. Die Betonlager brauche ich auch nicht. Nicht schon wieder. Jetzt ist es echt ungünstig. Gut, wann nicht, aber. You sit comfortably as the mirage washes over you, taking you deeper into the trance. The next thing you know, you're Cal once again. Du sitzt gemütlich da, als sich die Illusion über dich legt und du in einen tranceartigen Traum verfällst. In einem Moment bist du der Kommandant der Kolonie und plötzlich bist du wieder Karl. Du sitzt in deinem spartanischen Büro und liest noch einmal den Brief deiner Mutter. Jeder einzelne Buchstabe ihrer Handschrift trägt den emotionalen Abdruck von Trauer und Verzweiflung. Und du schaffst es nicht, ruhig zu bleiben. In ihrem Schreiben bittet sie dich, Wächter Bohr als Aufseher zur Seite zu stehen. Er ist ein mächtiger Vertreter der Autorität, der du jetzt schon beinahe ein Jahrzehnt dienst. Die Staubstürme und Dürre haben den Clan in der letzten Zeit schwerer getroffen und die schreckliche Hungersnot ausgelöst. Die Nachbarclans konnten der unerbittlichen Hitze nicht mehr standhalten und flüchteten in die Städte. Sie überließen die leeren, trockenen Hüllen ihrer Heimatbäume dem Schicksal der Sonne. Du fürchtest, dass du deinem Clan keine große Hilfe bist, nach allem, was du bisher gesehen hast, weiß die Autorität vom Elend der bäuerlichen Clans. Doch sie leugnet den Ernst der Lage. Du fürchtest die Reaktionen deines Meisters mehr als alles andere, doch die Loyalität gegenüber deiner Mutter lässt dir keine andere Wahl, als mit ihm zu sprechen. Wow. Da steht weiter, wie vorhin auch. Schön. The Watcher senses your approach. Turning to face you. Before you can so much as utter a word. Der Wächter spürt deine Ankunft mit seinen telepathischen Sinnen und dreht sich um, ehe du deine Meinung äußern kannst. Karl, ich weiß bereits, was dich beschäftigt. Oder dachtest du etwa, dass so ein offensichtlicher Gedanke nicht ans Licht kommen würde? Natürlich nicht. Wie auch immer rate ich dir, solch niederen Befürchtungen nicht Platz zu machen. Karl, sieh mich an. Glaubst du wirklich die Lügen, mit denen deine Mutter deine Seele erfüllt hat? Was zum Henker geht hier ab?
Denkst du wirklich, die Autorität würde ihre Leute einfach so sterben lassen? Diese Gedanken sind verboten und du kennst die Strafe dafür. Du erzitterst, als sie erwähnt. Er lacht über deine Reaktion. Du warst all die Jahre so ein guter Aufseher. Und ich weiß, du würdest mein Vertrauen niemals missbrauchen. Schluss mit dem Unsinn. Haben wir es verstanden, Kyle? Du hörst dich selbst flüstern. Ja, Wächter. Oh, wow. Das geht dir ab wie sonst was. Later that evening, you stand next to the Watcher, as he gives a speech before the Chamber of Labor. Später an diesem Abend stehst du neben dem Wächter, als er eine Ansprache vor dem Arbeiterrat hält. Das Ereignis dient nur zur Show, genauso wie der enthusiastische Applaus des Publikums nach den abschließenden Worten des Wächters. Nicht, dass sie eine andere Wahl gehabt hätten. Jedes Fehlverhalten wird mit einem Aufenthalt in einer Umerziehungsstation bestraft. Wow, klingt demokratisch. Du siehst einige Vertreter benachbarter Clans in der Menge. Beinahe die gesamte Region hat sich hier versammelt. Du musst ihnen die Wahrheit zeigen, dass sie der Autorität egal sind, dass sie auf sich selbst gestellt sind. Vielleicht würde das eine Veränderung herbeiführen. Eine gut gedachte Geschichte von Obsoidus. Yay! Ja, Elena. Ich versuch's, aber ich weiß, ich rede Bullshit. Eins oder zwei? Springen wir nach vorne und projizieren die Nachricht oder behalten wir sie für uns für einen besseren Zeitpunkt? Alles für eins, okay. Was sagen die anderen? Falls noch jemand schreiben möchte. Niemand? Okay. Ich wäre ehrlich gesagt auch für die Eins gewesen, weil ich immer so ein Typ bin von wegen, oh, mit Schrei und Freiheit zur Gerechtigkeit, keine Ahnung. Versuchen wir's. You have a moment in front of the crowd, before reality crystallizes, freezes, shatters. In dem Moment, in dem du dich vor die Menge stellst, steht die Realität für einen Augenblick still und zerbricht daraufhin. Du wachst abrupt auf und hast das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Du hast alles anders in Erinnerung. Wow, okay. Also hätten wir doch warten sollen. Ich hatte aber kurz davor ein automatisches Speichern. 141, wo sind wir jetzt? 141. Versuchen wir mal, was dabei noch rauskommt sonst. Oder? Was meint ihr? Sollen wir die andere Möglichkeit versuchen oder nicht? Jo, versuchen wir. Gut, versuchen wir. There are Earthsick colonists. Resources are low. We have a food shortage. You sit comfortably as the mirage washes over you. Ich lese es nicht alles nochmal vor, das wird zu weit gehen. The watcher senses your approach. Later that evening, you stand next to patience is a virtue. You can practically hear your clan mother saying it now.
Deine Clanmutter pflegte immer zu sagen, Geduld ist eine Tugend. Du hältst deinen Mund und beruhigst deine Gedanken in der Hoffnung, dass Boa durch die Unterhaltungen mit den reichen Industriellen so abgelenkt ist, dass er deine kurzzeitige Aufregung nicht bemerkt. Du weißt, dass deine Zeit bald kommen wird. Es hätte keinen Sinn, die Gelegenheit, deinem Clan zu helfen, verstreichen zu lassen. Du wachst entspannt in deinem Zimmer auf dem Mars auf und hast das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Ja, nee. Was auch immer. Es sind beide Enden irgendwie sehr, sehr seltsam. Boah, das sieht aus wie diese billigen Grafikfehler von früher. Obwohl das jetzt ja richtiger klingt. Ja, das ist schon, aber... Weißt du, selbst wenn es richtig klingt, klingt es jetzt irgendwie immer noch falsch, weil Research complete. Oh, sehr schön. Weil beide Enden irgendwie so dieses Ding haben von wegen... Ja, theoretisch schon irgendwie so ein richtiger Ansatz. Aber irgendwie halt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Oh wow. Dass es sich trotzdem teilweise irgendwie so absolut falsch anfühlt, weil man weiß, dass das andere Ende auch nicht besser gewesen wäre. Oh, ist meine Elektronikteilefabrik so schlecht? Das ist Maschinenteile, da ist Elektronikteile, aber ja. Wir brauchen eine zweite Schicht. Und anscheinend brauchen wir nochmal mehr Leute. Ich lasse nochmal eine 12 einfliegen. Wissenschaftler brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ingenieure, Geologen. So. Außer ich habe gerade die Nahrung, hey, sind da auch Menschen drin, aber nee, das war die ich geholt habe, um Geld abzuschicken. Asianische Urheberrechte so spät bekommen. Gut, die asianischen Patente sind auch nicht unbedingt früher dran gewesen dieses Mal. Wir brauchen echt diese Forschung, ich hoffe, dass wir die bald kriegen. Hier liegen auch noch Edelmetalle. So, das wird zwar den Hunger nicht wirklich stillen, aber wir können zumindest erstmal kurz ein bisschen überbrücken, bis die Kartoffeln fertig sind. Der Boden ist schon auf 70, das heißt. Colonists are departing. 80, 90, 80. Zweimal noch, dann haben wir 100%, da können wir auf Weizen umsteigen. So.
Wie sieht's denn eigentlich mit der Runde läuft gut. Sector scanned. Mit Arbeitsplätzen aus der Weih, was genau? Wir haben 2 Arbeitslose, 30 freie Arbeitsplätze. 0 Obdachlose, schon mal was. 22 freie Wohnplätze, okay. Die Rakete ist fast voll, sehr gut. Oh, gut, Essen ist fertig. Ich habe irgendwie so dieses grausame Gefühl, dass die Sojabohnen nicht ausreichen werden. Genanpassung, die brauchen wir ganz dringend. Dann verschieben wir die Shuttles nochmal nach hinten. Die automatisierten Farben brauchen wir aber auch. Okay, gut, dann. Mit dem Crowdfunding und dem. Aber WS könnten wir bauen, oder? Ja. Haben wir nicht genug Teile dafür? Mist. Cold wave approaching. Oh, schön. Wenn das Shuttle hier ankommt, dann haben wir zumindest wieder was erreicht. Research complete. Ja, wir produzieren weit mehr elektronische Geräte, als wir brauchen. Gut. Die stopfen natürlich Edelmetalle rein, die wir natürlich auch dementsprechend anbieten müssen, das ist klar. Aber das sollte nicht die Kunst sein. So viele schießen wir nicht auf die Erde. Zumindest momentan nicht. Ich muss dann aber gleich mal ins Bett, egal wie spannend das gerade ist. Oh, schade. Und dann kannst du so machen wie Biber, da kannst du einfach am Morgen weiterschauen. Wir sind jetzt circa bei der Stunde 56 vom Stream. Und das Zeug kommt auch noch auf YouTube, das darfst du auch nicht vergessen. New colonists have arrived. Colonists are departing. Von daher hast du noch alle Chance der Welt, das Ganze nachzuholen. Wow, die war schnell befüllt. Geil. So,
Abflug. Sorry. Sector scanned. Anomaly found. Oh, den Tunnel darüber, den will ich jetzt schon nicht bauen. Aber muss ich wohl, das ist ein Durchbruch. The Dreamer Brainwave Project. Confirm the hypothesis. Yay, neue Informationen. Das Träumer-Hirnstrom-Projekt bestätigt die Hypothese. Die Träumer erleben die Ereignisse tatsächlich als real und nicht als Halluzination. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die Ereignisse alle in derselben Sequenz träumen. Dabei jedoch verschiedene Rollen einnehmen und was noch viel erstaunlicher ist, ihre Handlungen beeinflussen alle anderen. Während routinemäßiger medizinischer Untersuchungen der Testbevölkerung haben wir zufällig die genetische Verbindung zwischen den neutralen Strukturen der Träumer entdeckt. Die Fakten weisen darauf hin, dass die Veranlagung, ein Träumer zu werden, erblich sein könnte. Außerdem hat der Autor der Traumhypothese, die uns bis hierher geführt hat, eine Bewerbung zur Aufnahme auf den Mars geschickt. Ja, das ist natürlich gut. Eine größere Anzahl an Träumern versteckt die Illusion. Krass, dass sie sich selbst beeinflussen. Ja, ich habe irgendwie schon damit gerechnet. Es wird jetzt wahrscheinlich auch damit weitergehen, dass wir jetzt irgendwie diese ganzen Illusionen übernehmen können und damit neue Technologien erforschen oder so. Tipp: Kinder von Träumern haben größere Chance, als Träumer geboren zu werden. Effekt: Ein genialer Kolonist wurde dem Bewerberpool hinzugefügt. Okay. We have a food shortage. Oh, cool. Ich muss gleich noch mal eine ganze Ladung Nahrung holen, sonst habe ich gleich echt ein Problem. Jetzt muss ich damit Leute arbeiten lassen. Und die Kälte ist wieder da. Funding received. Yay. Das heißt, was wir jetzt mal machen, ist eine ganze Schose Nahrung holen. In der Hoffnung, dass wir so lange überleben, bis die Rakete da ist. Die hungern mir fast schon ein bisschen zu sehr. Ich glaube nicht, dass ich das lang genug überlebe. With me, Phantom Askelin. Daniel has sent us a letter. I'll read it to you.
so much for your show. I heard you talking about those unpredictable cravings you described. I've had similar experiences. Not with food, though. No, but I've noticed that my musical taste has transformed. On Earth, I used to listen to Bach, almost exclusively. After I landed on Mars, my musical preferences have slowly gravitated towards the works of Mozart and Haydn. Now I can't stand Baroque music at all. I have no explanation for this phenomenon. Take care, Daniel. Dan, that does sound like a similar experience. I'll have to investigate this further. In the meantime, more music. Yeah. So. Da erst beim Verheizen anbauen lassen, um einfach Nahrung zu produzieren, das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Sektor scanned. Und hoffen, dass man keinen Ernteausfall hat, weil Weizen produziert innerhalb von 2 Tagen, während alles andere 5 Tage braucht. Das hätte ich viel früher machen sollen. Ich bin in der Hinsicht ein absoluter Vollidiot. Funding received. Gleich wird es anfangen. People are starving. Und das wird das halbe Todesurteil für meine Kolonie werden. Nicht schon wieder. Ich speichere mal zwischen, falls wir wieder eine Entscheidung haben. Totally.
kostet auch ein bisschen, alles klar. Das ist aber schon ziemlich tiefgrün. Sector scanned. Anomaly found. Okay, wie kriege ich da drüben den Tunnel hin? Da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Drohnenhubs. Weit. Geht auch. Ein paar Polymere einfliegen lassen und ein paar elektronische Geräte. Und auch mal ein bisschen Nahrung. Ich traue dem Frieden erst, wenn die Farmen voll laufen. Alter, recht viel grüner als auch nicht mehr werden dürfen, oder? Okay, ohne Illusionen und ohne Halluzinationen, cool. Official radio with Pana Masculine. I aim to please your musical needs. Ich glaube, wir sollten Geburt mal ein bisschen einschränken. Abtrünnige, wollte mich verarschen. So viele Gefängnisse kann ich ja nicht bauen. Ganz kurz raus haben.
Schade. Schade, schade. Elena ist leider nicht mehr da. Gut, dass die Forscher in der anderen Kuppel sitzen, wo sie definitiv nicht gebraucht werden. Prost. Aber hey, wir haben fast die automatisierten Farmen erforscht, das ist schon mal ein Fortschritt. Sind ganz gute Entscheidungen so rum. Sector scanned. Dass wir die Sozialmedizin auch ein bisschen fördern, außerdem geht die Forschung relativ schnell voran. Mir fehlen elektronische Teile und Elektronikfabrik im Laufen. Never mind. Aber wir müssen eh bald auf größere Kuppeln ausbauen, von daher. Wir bauen jetzt sehr, sehr bald hier irgendwo die Seniorenkuppel hin. Und werden dann hier eine hoffentlich Diamantkuppel bauen. Das wäre zumindest so grob der Plan. Wo läuft denn die Rakete? Ist was da? Timing. Good. Funding received. Dann holt mal das Zeug da raus. Was haben wir noch? Hier oben war es gar nichts, hier unten sind noch ein paar Metalle. Nichts Großes, hier ist auch noch ein paar Kleinigkeiten. Hier ist noch mehr.
Surely. Resources are low. Willst du mich eigentlich gerade trollen? Wir haben doch gerade eben erst... Oh, Moment. Ein bisschen Nahrung drinnen. So. Bin mal einen ganz kurzen Moment AFK und gleich wieder da. Verzeiht bitte die Wartezeit, da bin ich schon wieder. Sektor scanned. So, wir sollten dann alle Sektoren fertig gescannt haben. Hauptsache die Fabrik arbeitet wieder, das ist super. Mhm.
Das Ding ist halt das folgendes. Ich überlege gerade, wie ich das am besten machen kann, dass ich die Kuppeln nicht bereue zu bauen. Die Altenheimkuppel kann ich, also die bleibt auf jeden Fall hier bestehen. Ich überlege gerade, wie ich die Altenheimkuppel umsetze, ohne dass ich die Verbindung zwischen den anderen Kuppeln verliere. Obwohl, die muss ich immer verlieren, egal wie ich es mache. Die Idee dahinter ist die folgende. Ich werde die Altenheimkuppel hier nach unten versetzen. Und werde dann hier die Diamantkuppel oder die Riesenkuppel reinbauen. Um dementsprechend die Leute unterzubringen. Gerade die Kuppel oben würde ich gerne. Ja, ich muss das Metall da oben noch abbauen, ich weiß. Meteor incoming. Eine Sternschnuppe. Schießt einen Meteoriten ab. Oh, wow. Oh, meine Abwehr steht. Geil. Tja. Aber gut. Ich schwöre, der Tag, wo ich diese verdammte Forschung fertig habe. Drohnendruck. Wir brauchen auch noch Drohnen, stimmt dabei was? Produktion, Drohnenfabrik. Resources are low. Unsere Altenheimkuppel ist voll, yay. Wir müssen den neu bauen, das bringt nichts. Sektor scanned. Die baue ich jetzt aber hier hin. Da ist nämlich nichts und niemandem im Weg. Weil ich kann trotzdem noch die Edelmetalle extrahieren und das tiefe Metall hier. Funding received. Wirklich? Alles läuft. Wieso frage ich eigentlich noch? Aber Nahrung sieht mittlerweile auch etwas besser aus. Wir haben noch immer nicht die besseren Pflanzen. Mist. Nach den Kartoffeln sind wir jetzt auf 70. Dann sind wir nach dem nächsten Tor auf 90 und nach dem nächsten Tor auf 100. Sehr gut.
mich schon wieder. Ich mache lieber mal wieder einen Zwischenspeichern. Tausend für 200 oder 10.000 für 2.000. Das sind die Angebote hier, die Staffelungen. Wir würden 10.000 eigentlich schon erreichen. Das heißt 5. Wir brauchen mehr Kohle dafür. Nutzt alles nichts. Das heißt, wir haben 18 Plätze auf dem Mars verfügbar. Wir können 12 mitnehmen. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall Ingenieure brauchen. Botaniker schaden auch nicht. Weil wir Botaniker weniger brauchen würden. Mediziner und Wissenschaftler schon eher. 5, 9, 12. Diese Runde geht an euch. Platz Pferge. Ich habe keine Ahnung, wie der Namen ausspricht. Es tut mir aufrichtig leid. Ich nehme an, es ist Platz Pferge. Ich danke dir vielmals für den Follow. Es ist spät, es tut mir leid. Ich hoffe, du hast ein paar entspannte Abende hier und kannst die Einschlafatmosphäre genießen. Diese Runde geht an euch. Ich hab's jetzt ehrlich gesagt nicht mal ansatzweise lesen können. Diese Runde geht an euch. Mrs. Lapper 1408, vielen Dank für deinen Follow und... lesen. Warte mal kurz. Wo ist das Dashboard? Da steht es in groß. Dankeschön. Ptachosen. Je nachdem, welche Sprache das jetzt ist, Englisch oder Deutsch. Auch dir vielen herzlichen Dank für den Follow. Bis auf was für dich Einschlafatmosphäre im positiven Sinne. Ja, Atala, natürlich. Es ist ein entspannter, schöner, abendlicher Stream. Ich frage mich nur, wo die Leute alle plötzlich herkommen, weil ich habe gerade eben... niemanden sonst hier in der Zuschauerliste, außer ein Haufen Bots, Atala und... ist noch da. Tala, das ist ein Bot, das ist auch ein Bot, das ist auch ein Bot. LAN Fusion bin ich mir nicht sicher, aber es sieht auch aus wie ein Bot. Sind die in der Watchliste gesehen? Ja, ich weiß.
Ja, das ist auch ein Bot, okay. Shade ist noch da, Shoutgames ist da, Token ist noch da. Also, ich habe nur drei Viewer und die sind auch in der Watchliste, deswegen irritiert mich das Ganze gerade ein bisschen. Alles gut, Atala, alles gut. Schon lange keine runden Kuppeln mehr gesehen. Cool. Ich habe irgendwie die Angst, dass das entweder selbst Bots sind, was ich nicht glaube, oder die einfach nur kurz durchgezappt haben und jeden gefollowt haben, der Surviving Mars spielt. Alles möglich, nix fix, ich weiß es nicht. Ich muss auch für mehr Strom sorgen. Oh, warte mal. Tada! Aber ich bin mittlerweile auch ziemlich am Sand, also ich werde jetzt auch gleich aufhören. New colonists have arrived. Gut. Ich möchte schon fast sagen, ich kriege am Zahnfleisch daher. Egal. So, damit dürften wir unsere Senioren ordentlich auf Trab halten. Sobald die Kuppel da fertig gebaut ist. So, gut. Ich werde es aber tatsächlich einfach mal sein lassen. Mal Spielstand. So. So, dalle. Morgen ist Donnerstag, das heißt, ich spiele wieder irgendwas, worauf ich Bock habe. Mal schauen, was das sein wird. Am Freitag gibt es Rainbow und am Samstag wird, wie gesagt, leider voraussichtlich ausfallen. Außerdem geht es tagsüber wirklich so schlecht, dass ich da nicht hingehe am Abend und dann doch noch irgendwie streame, was ich nicht glaube. Hätte ich schon ganz gerne hingehen würde. Sonntag würde ich dann eventuell am Samstag nachholen oder eventuell am Montag das Ganze nachholen. Das muss ich mir noch anschauen. Auf jeden Fall sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde gleich wieder GameStop Quick hosten. Das ist ein Streaming- und Spendenmarathon im Sinne der guten Sache. Und die spielen gerade Legend of Zelda Four Sword Adventures. Auch ein sehr, sehr fantastischer Streamer, wenn man nebenher schlafen will. Ich hätte die ganze Zeit jetzt auch laufen, muss ich gestehen. Ja. Das heißt, danke nochmal fürs dabei sein. Auch danke nochmal an den neuen Follower, wenn auch ich nicht mehr sicher bin, ob das wirklich Follower sind oder ob das nicht vielleicht doch auch irgendwie Bots sind.
Ich glaube aber nicht. Boah, das könnte sein. Wir werden sehen. Ja, die haben alle denselben Leuten gefollowt, das sind Bots. Yay. Das ist das Schöne, wenn man sich das Ganze ein bisschen anschauen kann. Toll. Ich zeige das noch ganz kurz. So. Da haben wir einmal den ersten, das ist Partosen, keine Ahnung. Diese netten Leute hier gefollowt, dann haben wir einmal Mislapa 1408. Man sieht ähnliche Kanäle, beziehungsweise ein paar sind exakt dieselben. Und dann noch Platzpferch, auch genau dieselben wie vorher bei Partosen, nur in anderen Reihenfolge. Entweder sind es Fake-Accounts oder es sind Bots, ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt toll. Aber gut. Sind da tote Follower, von denen habe ich ja seit dem Raid von Skyrim damals genug. Yay. Also nochmal danke fürs Zuschauen, ich schicke jetzt weiter Games dann quick und ich denke mal, wir sehen uns die nächsten Tage wieder, hoffe ich zumindest. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut und ciao.